So, Mittag gegessen haben wir jetzt. Den Traktor hatte ich vorher noch hierher geholt. Dann müssen wir schnell runter zum Händler und nochmal einen Sack Hafersaatgut hole. Weil das reicht nicht, was wir in der Maschine drin haben. Und dann wird's spannend. Hoffentlich bleibt man nicht in der Pfütze stecken. Müssen wir mindestens zweimal durchfahren, jetzt beim Säen dann gleich. Das wird wieder heiter. Drücken wir uns einfach mal die Daumen. Weil so beim Säen stecken bleiben ist, glaube ich, am ärgerlichsten. Ui, da war ein Blitzer. Aber hat nicht geblitzt. Ja, wenn du beim Säen stecken bleibst. Eigentlich darfst du nicht mal rückwärts fahren. Man muss halt ausheben und dann kannst du rückwärts fahren. Ansonsten, ja. Du hast im Matsch einfach überall dann drin hängen. Wenn du nicht mal rauskommst. Dann setzt du wieder schief an. Hast vielleicht da einen Teil und da einen Teil nicht gesät. Ja, das wird dann nicht so angenehm. So. Perfekt. Das war jetzt so gar nicht geplant, aber jetzt hängt er schon dran, jetzt nehmen wir den auch mit. So, wieder vorsichtig fahren, nicht dass wir den wieder verlieren. Ich glaube, so sehe ich besser. Und dass da jetzt ein Auto kommt und beim Unfall der Sack zerplatzt. Eigentlich schon ein bisschen kriminell, wie wir hier rumfahren. Mit der richtigen Frontladergabel würde es nicht passieren. Gibt es ja eine extra, die den seitlich dann stabilisiert. Aber ich war jetzt zu faul, die anzuhängen. Ah, da steht er, der Blitzer. So, da müssen wir rein. Hey. Jetzt habe ich blöderweise da hinten geparkt, da fahre ich jetzt nicht hinter. Sein, ich lasse ihn jetzt hier stehen. Da rennen wir mal da schnell hinter. So. Da müssen wir gleich durch die Pfütze durch. Da einmal kommen wir, glaube ich, noch ganz gut vorbei. Da müssen wir auch noch bergauf da durch. Wenn wir hier durchkommen. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich auf zweimal mit der Sämaschine. Bergauf. An der schmalen Stelle, wo wenig Wasser ist, und dann bergab. Richtig durchs Matschloch. Hoffentlich bleibt man nicht stecken. So, weiter geht's. Ja, es reicht ganz gut vorbei hier.
Aber die nächste Bahn, die wird sehr spannend. Füllen wir das mal schnell da rein. Dann haben wir den Teil auch erledigt. Er war's. Ja, das sollte verreichen. Für das Feld hier. Stellen wir den wieder auf die Seite. Kann man weiter sehen. Ganz knapp hat es gereicht. So. Mit Vollgas ab durch die Pfütze. Hoffentlich reicht es. Oh ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben sogar Glück. Und die nächste Bahn ist so, dass wir gar nicht mehr durch die Pfütze durch müssen. Weil die Sämaschine einen Ticken breiter ist. Wie der Kuba. Oder? Na genau. Ganz knapp hier dran vorbei. Puh, jetzt bin ich aber erleichtert. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Die nächste Herausforderung. Hier umdrehen. Mit den Bäumen da. Eieiei. Vielleicht zwei Bahn Vorgewände wäre besser. Naja. Haben wir schon so angefangen. Weiß auch nicht, vielleicht ist sogar die Pfütze ein bisschen kleiner geworden übers Mittagessen hinweg. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Man könnte es meinen. Aber das Wichtigste ist, wir sind durchgekommen. Und als nächstes ist dann da vorne in der Ferne das Feld dran. Da müssen wir erst noch einiges grubbern. Das sind ja, ist ja nicht nur eine Pfütze, das sind ja boah, vier Pfützen, glaube ich. Schauen wir mal, wie das dann dort läuft. Ja, zwei Bahnen Vorgewände, dann haben wir endlich den Hafer auch fertig. Was kam da hinten rein? Ich weiß es gar nicht mehr. War das Raps? Raps könnte es sein.
So. Da brauchen wir auf alle Fälle mehr wie nur eine Bahn da seitlich noch. Das sehe ich jetzt schon. Aber es ist nur ganz knapp ein bisschen mehr. Dann machen wir schnell das Vorgewende. Das ist halt immer ein bisschen schwieriges Thema, wenn man dann so ein kleines Stückchen übrig hat bei so riesen Maschinen. Ja, kann ich nichts machen. Die intelligenten Maschinen, die schalten dann gewisse Reihen ab und sehen dort nichts mehr. Ja gut, hier ist zum Glück ein Stückchen Wald weg. Da ist ein bisschen Wiese. Sehr gut. Sonst hätten wir jetzt hier hinten gleich ein Problem. Ich denke, ich klappe ein. Eigentlich müssten wir doch hier entlang runter können. Warten wir mal kurz. Das ist, glaube ich, noch besser, wenn wir hier runterfahren. Dann müssen wir nämlich da oben mit dem Riesengefährt nicht wenden und nachher schmeißen wir die Maschine auch noch um. So, und hier müssen wir jetzt eh nochmal. Können wir direkt schon mal ausklappen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, stelle ich die direkt da drüben. Welches Feld ist denn das überhaupt? Feld 3. Stelle ich die wieder an den Rand von Feld 3? Hänge ich mir einen Krupper an? Und dann müssen wir jetzt langsam doch die ganzen Matschfelder machen. Die wir seither liegen lassen haben. Führt kein Weg dran vorbei. Also. Ja, vielleicht. Vielleicht wird das Wetter besser. Beziehungsweise soll ja besser werden, aber vielleicht regnet es tatsächlich nicht. Schauen wir mal. Ja, einiges kann man da schon noch probieren. Vielleicht hier mal das Vorgewende, da ist ja keine Pfütze. Ich denke mal, Sämaschine können wir wieder hier hinstellen. Wunderbar.
So, hier rein. Schon mal ausklappen. Ja. Hier ist zum keine Pfütze. Ich möchte das Feld schon gerne in einem Zug säen. Die Hälfte hier, wo schon Kobalt ist, die könnte ich eigentlich schon säen, ja. Aber dann haben wir zwei verschiedene Wachstumsstufen. Das ist auch nicht so schick. Wenn es dann drum geht. Dass wir irgendwann auch ernten müssen. So. Let's go. Weiß gar nicht mehr, wo waren. Da war eine Pfütze. Da hinten links und hinten rechts und irgendwo mittendrin, glaube ich. War da eigentlich auch eine Pfütze? Warum habe ich ihn da ausgehoben? Ist die schon weg? Das wäre richtig gut. Sagen, ich fahre mal hier so, dass wir die Spitzen da wegmachen. Ich habe schon so das Gefühl, also hier waren doch zwei Pfützen. Die ist kleiner geworden, die war deutlich größer. Das stimmt mich ja schon mal positiv, wenn die kleiner wurde. Mal einfach hier den Teil voll. Machen wir hier wieder eine gerade Linie hin. Einigermaßen gerade zumindest. Müssen wir nochmal so Schlangenlinien fahren. Ja, das da hinten. Also. Wenn es nur noch die zwei Pfützen sind, die anderen scheinen weg zu sein, auf dem Feld, falls die jetzt voll nicht weggehen sollten, das wäre so zwei Stellen, wo ich sagen würde, okay, das sehe ich dann erstmal nicht, spare die aus und komme dann vielleicht in zwei, drei Wochen nochmal. Aber jetzt machen wir erstmal bis dahin. Weil es zu nass war. Die Pfütze war größer, aber war nicht so.
halt die Frage, ob ich es riskieren soll, da durchzufahren. Bleib erstmal hier noch am Rand. Fahr mal noch hier außen entlang. Ja. Schon wieder ziemlich viel Zeit vergangen. Ich würde sagen, ob wir es da durchschaffen, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.